Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich momentan auf Social Media gehe, ist die einzige Sache, die ich sehe, irgendetwas, was mit iOS 14 zu tun hat. Und ja, seit gestern habe ich nun auch das neue Betriebssystem von Apple und bin auch sehr zufrieden damit. Und da es auf meinem Kanal ja eher um die Themen Produktivität und Organisation geht, dachte ich mir mal, ich vereine diese zwei Themen und mache heute ein Video zum Thema, wie du iOS 14 zur maximalen Produktivität in einer guten Organisation nutzen kannst. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und viel Spaß bei dem heutigen Video. Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass man jetzt Seiten von dem Home-Bildschirm ausblenden kann. Das heißt, ihr müsst länger auf den Bildschirm raufdrücken und drücken unten auf diese drei Punkte und dann seht ihr hier alle eure Seiten und könnt dann die Seiten auswählen, die ihr nicht mehr sehen wollt. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten auf diesen Haken drücke, kann ich die auch ausblenden. Was ich mir dabei nämlich gedacht habe, ist, dass man sich eine Social Media Distraction Seite erstellen könnte, wie auch immer, und dort alle Apps drauf macht, die man nicht regelmäßig benutzen möchte, aber die man auch nicht löschen möchte. Das können jetzt soziale Netzwerke sein, aber auch irgendwelche Spiele und so weiter, die ihr zwar nicht löschen wollt, aber auf die ihr nicht so einen einfachen Zugriff haben wollt. Das sind sozusagen eure Spiele, Distraction, Social Media Seite, wie immer ihr das Ganze nennen wollt. Und der Zugriff ist für euch einfach nicht mehr so einfach, da ihr nicht beim Swipen diese Seite kommt, sondern diese Seite erst wieder aktivieren müsst, indem ihr das Ganze wieder auswählt. Eine weitere Methode, um nicht mehr so einen leichten Zugang zu den Apps zu haben, gibt es jetzt mit dieser Methode, dass man Apps von dem Homebildschirm löschen kann. Dazu müsst ihr einfach länger auf eine App raufdrücken und dann auf Löschen gehen, beziehungsweise auf Remove App. Aber dann löscht ihr sie nicht direkt, sondern geht hier auf das mittlere. Das ist nämlich in eure App Library, also in eure App-Bibliothek, heißt es auf Deutsch, ich weiß es nicht, gepackt wird, und auf diese App-Library habt ihr dann Zugriff, indem ihr ganz nach rechts swiped, und hier seht ihr nämlich eure ganzen Apps, also alle Apps, die ihr habt, und dann findet ihr die Apps natürlich auch wieder, aber sie sind dann nicht mehr auf eurem Homebildschirm und nicht mehr für euch so einfach zu erreichen. Außerdem gibt es jetzt die Doppeltippen-Funktion, auf Englisch heißt das Backtap, und das könnt ihr jetzt einfach in euren Einstellungen einstellen. Das findet ihr in den Einstellungen unter Touch und dann bei Backtap, und dann habt ihr hier diese Auswahl mit Double Tap und Triple Tap, und dann könnt ihr verschiedene Shortcuts einstellen, die dann aktiviert werden sollen, wenn ihr auf euer Handy hinten mehrmals drauf chippt. Ich habe jetzt bei Double Tap eingestellt, dass mein Handy dann einen Screenshot macht. Das heißt, ich zeige das mal ganz kurz. Das ist eigentlich wirklich ziemlich cool. Wenn ich jetzt hinten zweimal raufdrücke, machen wir das mal ganz kurz. Macht mein Handy einen Screenshot, wie ihr hier sehen könnt. Und wenn ich dreimal raufdrücke, kommt hier oben diese Notizenfunktion. Denn ich habe eingestellt, wenn ich dreimal raufdrücke, sollen sich meine Notizen öffnen. Und das macht es jetzt hier oben auch, wie ihr eventuell schon sehen könnt. Und dann könnt ihr ganz viele verschiedene Aktionen einstellen, die dann aktiviert werden sollen, wenn ihr mehrmals auf euer Handy hinten raufdrückt. Das Ganze spart euch ziemlich viel Zeit. Wobei ich sagen muss, dass ich mir beim Screenshot noch nicht ganz sicher bin. Da man ja einen normalen Screenshot macht, indem man einfach nur hier und hier raufdrückt. Also das ist, glaube ich, auch ziemlich einfach. Aber auf jeden Fall diese Funktion mit den Notizen, die ich eingestellt habe, ist ziemlich hilfreich. Wenn ich kurz was eintippen möchte, aber nicht erst auf die App gehen möchte, drücke einfach dreimal hinten rauf und schon ändert sich das, und schon aktiviert sich das hier oben. Was ziemlich hilfreich sein kann, da ich nicht so viel Zeit verliere, indem ich erst auf die App raufgehen muss. Zudem gibt es jetzt noch die Bild-in-Bild-Funktion. Was bedeutet, dass ihr mehrere Bilder aufeinander haben könnt? Und was das vor allem für dich und mich bringt, ist auf jeden Fall die Funktion, dass du jetzt YouTube-Videos gucken kannst und nicht auf der App bleiben musst. Diese Funktion zeige ich jetzt in meinem Video nicht, da ich persönlich diese Funktion noch gar nicht habe oder nicht weiß, wie das funktioniert. Aber ich weiß, dass es diese Funktion auf jeden Fall gibt, deswegen wollte ich sie auch mal erwähnen. Aber wie gesagt, bei mir funktioniert das irgendwie noch gar nicht. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, falls es bei euch klappt und wie ihr das hinbekommen habt. Dankeschön. Ich persönlich finde das sinnvoll, wenn du zum Beispiel ein YouTube-Video guckst und dir dabei aber Notizen machen möchtest und den Inhalt festhalten möchtest, dann kannst du das Video anschalten und oben in der Ecke lassen und dort digital Notizen machen, die das alles aufschreiben. Aber wie ihr wisst, bin ich kein Fan von Multitasking, denn eigentlich wird ja Multitasking als eine Aktion beschrieben, in der man mehrere Dinge gleichzeitig macht. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass Multitasking eher so ist, dass man eine Sache macht und sich dabei ablenkt. Also ich sehe diesen Vorteil von Multitasking nicht so wirklich. Und deswegen würde ich jetzt nicht irgendwie sagen, guckt ein Video, seid dabei auf Instagram und scrollt irgendwie noch bei TikTok rum oder so. Aber diese Funktion, dass du ein Video gucken kannst und dir dabei Notizen machen kannst, finde ich ziemlich cool. Und das würde ich auch im Zugriff auf jeden Fall nutzen. Des Weiteren gibt es jetzt ein Upgrade von der Schlafenszeitfunktion in Health. Ich wollte nämlich gestern schon meinen Wecker für den nächsten Tag einstellen. Und dann wurde mir sofort vorgeschlagen, dass ich hier eine neue Schlafenszeit einprogrammieren könnte. Und das habe ich jetzt gemacht, und zwar immer von 21.15 Uhr.
30 bis 5.50 Uhr am Morgen dann. Und mein Handy wird eine halbe Stunde vorher komplett abgeschaltet und alle anderen Apps werden irgendwie blockiert. Aber ich habe mir einige Apps freigelassen, beziehungsweise einige Apps als, oder eine App habe ich mir als Shortcut eingestellt. Das heißt, wenn es dann eine halbe Stunde vor 21.50 Uhr ist, also 21.20 Uhr, kriege ich diese App vorgeschlagen. Ich habe dann nämlich YouTube ausgewählt, da ich mir abends immer eine Meditation oder sowas anhöre. Und diese App wird mir dann immer in dieser Zeit vorgeschlagen und alle anderen Apps werden, soweit ich weiß, nicht gesperrt, aber die werden, obwohl auch, ich glaube, sie werden sogar gesperrt. Beziehungsweise, was ich gemerkt habe, ist, dass mein Handy auf jeden Fall gesperrt worden ist. Denn als ich das angemacht habe, stand da quasi Schlafenszeit, aber ich konnte es auch unten wegmachen, also nicht so, dass es gar nicht mehr geht, aber es wurde mir quasi empfohlen und nochmal daran erinnert, dass ich ja eigentlich schlafen gehen sollte. Was dir auch ziemlich viel Zeit spart, ist die neue Emoji-Suchfunktion. Dazu musst du einfach nur unter der Tastatur auf die Emojis gehen, beziehungsweise auf die Smileys gehen, wie man das nennt. Und dort hast du da eine Suchleiste, in die du das Wort einfach eingeben kannst. Beispielsweise kannst du einfach Baum eingeben und dir werden alle Baum-Emojis vorgeschlagen. Ich persönlich kenne das sehr gut, dass ich irgendwelche Emojis suche und dann irgendwie Stunden, nein, Stunden ist übertrieben, aber einige Sekunden, Minuten lang überlege und diese Emojis suche. Und ich glaube, mit dieser Funktion kann man echt viel Zeit sparen. Also ziemlich cool. Und ich denke, ich werde das sogar auf jeden Fall öfter mal nutzen. Was ebenfalls ein großes Upgrade für unsere Organisation auf dem Handy ist, ist, dass man jetzt Bildern in seiner Galerie einen Namen bzw. einen Titel geben kann. Dazu musst du einfach nur einmal ganz kurz hochswipen auf dein Bild und dann steht da unten die Funktion mit dem Titel und du kannst deinem Bild einen Titel geben. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich das bei allen Bildern machen soll, damit ich die alle leichter finde. Aber dann habe ich daran gedacht, dass es zu lange dauern wird. Und dass ich dafür keine Zeit habe einfach. Aber bei wichtigen Dokumenten und Bildern, bei denen ich weiß, dass ich sie bald mal wieder brauchen werde und ich auch nicht irgendwie verlieren darf oder so, finde ich es ziemlich cool, wenn du einfach eingibst, weiß ich nicht, Zeugnis oder so, was auch immer du da suchen möchtest. Und dann kannst du es nämlich ganz rechts bei der Suchleiste dann auch nachher suchen und findest es so viel einfacher, als dass du die ganze Galerie durchscrollen musst und nach diesem Bild absuchen musst. Und ich wollte noch ganz kurz sagen, dass mein Handy momentan noch nicht richtig eingerichtet ist, da ich das Ganze auch erst seit gestern habe. Und gestern so ganz hektisch ein bisschen das alles versucht habe zu designen und mir das schon so schön einzurichten. Und ich bin mir auch sicher, dass ich es in den nächsten Tagen nochmal sehr verändern werde. Deswegen judge mich jetzt nicht für das Design, was ich jetzt gerade habe, denn das habe ich wirklich gestern und heute so ein ganz kleines bisschen nur erst gemacht. Aber falls ihr coole Ideen habt und ja, eure schönen Designs, die ihr mit mir teilen oder mit uns teilen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben und dann werden wir eine große Sammlung an schönen Ideen haben, hoffentlich. Was außerdem ziemlich cool ist, ist, dass man jetzt seine To-Dos auf der Startseite haben kann. Dazu musst du einfach die Reminders-App auf deinem iPhone haben und kannst du eine Liste mit To-Dos erstellen und dort deine ganzen To-Dos reinschreiben und ja, dort einfach sammeln. Und dann musst du dir einfach nur ein neues Widget erstellen, das auf deinen Homescreen ziehen und hast dort immer deine To-Do-Liste. Ich persönlich mache das nicht, da ich meine To-Do-Liste mit einer anderen App plane und diese App leider noch kein Widget hat. Aber ich überlege sogar, meine To-Dos einfach auch mal da aufzuschreiben, da ich diese Funktion, die To-Dos sofort zu sehen, eigentlich ziemlich cool finde. Falls dir dieses Video hier gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat dir etwas geholfen und vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Wenn dem so ist, kannst du mir sehr gerne einen Daumen nach oben geben oder einen Kommentar da lassen. Dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss!